Endlich! Mario hat alle 5 Kobaltsterne später gefunden. Nun kannst du das Pilzkönigreich der Vergangenheit vom 2. Stock des Pilzpalastes der Gegenwart besuchen. Und das ist unser Ziel für diesen Part. Aber zuerst reden wir noch ein Wörtchen mit Professor Itchy, denn wir haben jetzt alle 5 Kobaltsternsplitter. Es fehlt nur noch die glorreiche Mitte. Und ja, wir haben ja erfahren, sobald wir alle 5 haben, geht's zum Finale. Und ja, der Text schreit auch schon nach Finale. Und aus dem Grund, Idjit, deine Meinung würde mich auch noch brennend interessieren, mein Lieber. Jan, endlich wieder bei uns. Ich war auch schon vorhin bei euch, bei dir, aber ja, war eigentlich nicht vorhergesehen, ne, dass man wieder zurückkommt. Ihr habt schon eine der Kobaltsternspieler gefunden, nicht wahr, Jungs? Ja, das hab ich. Ihr habt schon insgesamt 5 Kobaltsternspieler? Es steht nur noch ein nach. Okay. Professor, wir haben neue Taten über den Kobaltstern. Es scheint, als hätte er die Macht, die Barriere zu durchbrechen, die dem Pilzpalast der Vergangenheit umgibt. Wie bist du zu dieser Schlussfolgerung gekommen? Ich meine, solange du diese Information nicht vom Kobaltstern selbst erhalten hast? Das habe ich! Der Geist des Sternes hat sich vor uns materialifiziert und gab uns diese Information. Grauenhaftes Wort. Nun, verstehe. Nun, wenn das, wenn dies direkt aus dem Mund des Sterns kommt, könnte das wohl stimmen. Das Ende ist in Sicht, Leute! Wir hoffen für euch nur das Beste, bis ihr sicher wieder hier bei uns sein werdet. Der Zeitzonen Palast der Vergangenheit befindet sich im 2. Stock, Leute. Haltet euch von Ärger fern. Obwohl, das sollte jetzt wohl auch keine Option mehr darstellen. Ich hasse es, Luigi zu reden, einfach weil ich den so gerne so richtig schnell rede und da kommen mir richtig viele Lesefehler unter einfach. Aber ihr könnt ja auch selbst ein bisschen mitlesen, ne, falls ich da jetzt totalen Schwachsinn geredet habe, was wahrscheinlich auch der Fall ist. Wir haben uns auf jeden Fall im letzten Part schon fürs Finale ausgerüstet. Zwar nicht viel, aber wir sind ausgerüstet und was bedeutet, wir können in dem Part direkt in den 2. Stock aufbrechen. In welchen wir tatsächlich noch nie waren. Da waren wir noch nie oben. Und aus dem Grund ist das für uns in diesem Part eine komplette Neuerung. Wir sollen uns von Ärger fernhalten, hat Idjit gesagt. Ey, wir sind Mario und Luigi, wir sind die Mario Brothers. Ich denke nicht, dass wir das einhalten werden. So, wie sieht hier der Stock aus? Ich war hier tatsächlich noch nie. Hier haben wir wilde Hosen. Okay. Orden. Bekleidung. Wilde Hosen. Crap, okay. Das wird dann mal geklärt. Ich glaube, man sollte hier schon früher hochgehen. Wenn man so drauf achtet. Oh, guckt euch das an, wie der Zeitstrudel abgeht. Ja, das ist definitiv ein Finale. Würdig. Und dann haben wir hier noch ein paar mehr Bohnen. Ich glaube zwar nicht, dass wir bei Krankfried Jewart einkaufen werden, denn da war ich auch beim letzten Mal. Und der Typ, der hatte nur Grab-Orden. Und ich denke nicht, dass wir bei denen irgendwas einkaufen werden noch in den Let's Play. Besonders, weil ja jetzt auch das Finale schon kommt. Und dann gibt es hier nochmal ein bisschen Geld. Haben wir ja viel zu wenig, ne? Und dann einfach mal ein bisschen loslegen, ne? Schadet nicht. Vielleicht schaffen wir ja jetzt die 30. Das wäre definitiv cool, wenn ich jetzt die 30 schaffen würde. Weil, naja, ne, wir kommen zum Finale. Aber es ist ein kompliziertes Minispiel in meinen Augen tatsächlich. Ah, verdammt. Ah, doch, wir haben die 30 geschafft. Dann geht es anscheinend doch bis 50. Okay. Okay. Na, wie dem auch sei. Wir gehen hier durch. Ey, epische Peach-Statuen um den Zeitstrudel. Ne? Man darf nicht sagen, das Finale in dem Spiel ist episch gemacht. Na dann, here we go. Endlich sind wir hier. Ich glaube sogar, dass man schon viel früher hierher hätte kommen sollen, weil man ja die ganze Zeit weiß, dass irgendwie eine Barriere hier hervor ist. Und ich glaube, dass man zuvor erstmal die Cutscene hätte sehen müssen, die
sagt, hier ist eine Barriere, aber ich bin halt hier nie hingegangen und aus dem Grund haben wir dann nie erfahren, dass hier eine Barriere ist, aber irgendwie wussten wir es halt doch, ne? Gut, bei meinen Scharnieren. Der Kobaltstern reagiert mit extremer Unrastigkeitlichkeit irgendwie bla. Deine Worte steck weg. Wähle sie mit Bedacht. Die Tore sind offen. Erstaunlichhaft! Jetzt können wir eintreten, wenn Sie mir folgen können. Die Shroops haben hier also ihr Hauptquartier aufgeschlagen. Abneigungszyklus aktiviert. Bleiben Sie auf der Hut und halten Sie die Augen offen. Sie alle. Zurück zum Abenteuer. Luigi? Du bist auch dabei. Verstanden? Oh Mann. Der Innenhof des schrubifizierten Palastes. Und ich denke nicht, dass diese Toads nett zu uns sein werden. Ja, definitiv nicht. Oh shit. Neue Gegner. Das geht ja direkt mal gut los. Und die Gegner kennen wir ebenfalls schon aus vom Vulkangebiet. Das sind halt jetzt die stärkeren schrubifizierten Versionen davon. Und ich merke jetzt schon, es hat sich ausgezahlt, für Luigi den Saugorden zu kaufen. Das definitiv. Nice! Der Kampf lief gut. Und das war nochmal schon ein wunderbarer Start in das nächste Kapitel. So, hier natürlich direkt der nächste. Und ihr solltet definitiv aufpassen, wenn sich die Gegner in so Stacheln, Panzer verwandeln, die dann auf dem Boden rumdriften. Weil dadurch die Gegner euch vergiften können. Und das wollt ihr definitiv nicht. So, hier haben wir auch neue Gegner. Schlafende Zyklopen, die mich irgendwie an den Anime erinnern. Und auch die wollen wir definitiv nicht geweckt haben, weil die dann sehr aggressiv werden, sich in eine Kugel verwandeln und abgehen. Ja, der untere schläft zum Glück noch. Also da haben wir kein Problem gerade. Jetzt muss ich den aber leider aufwecken. Tut mir leid. Und dann wird dieser auch aggressiv, driftet auf uns los und den konnte ich zum Glück abwehren. Und dann dürfte der auch nicht mehr lang durchhalten. Schade, hält doch noch eine Runde aus. Was machst du? Wow, hey, 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 chill. Krass, aber die Stärke ist definitiv, auf die sollte man aufpassen. Die haben wirklich was drauf. 22 Schaden mit einem Angriff ist definitiv keine leichte Nummer. Und wir sehen, hier gibt es blaue Röhren. Ich denke, dass wir die blauen Röhren öffnen werden zwischendurch, während wir hier das Abenteuer beschreiten werden. Und dann können wir hier immer wieder zurückkommen. Okay. Hier ist ein bisschen Geld. Schön. Noch ein Lichträtsel mal wieder. Hier geht's nicht weiter. Was ist hier los? Also wir werden jetzt wahrscheinlich die Eingangstür zum Schubpalast öffnen. Wenn wir das Lichträtsel schaffen. Heißt natürlich nicht, dass wir es schaffen werden. Weil die Wege sind eng. Hier muss alles sitzen. Jeder einzelne Schritt. Aber irgendwann werden wir dann schaffen müssen. Weil ansonsten geht's nicht weiter. Here we go. Okay. Oh, jetzt muss ich den ganzen Weg tatsächlich zurückgehen. Nervig. Und hier natürlich die epische Intro-Musik, die wir im Intro damals gehört haben, als der Schubplanet irgendwie gezeigt wurde und die Story erzählt wurde. Einfach nur üble Tagträume, nicht wahr? Falsch. Sie waren Suchende. Suchende nach einem neuen Planeten. Ne, kennen wir alle noch, hoffentlich. Also ich kenne das Intro noch. Es war so episch in Szene gesetzt einfach. Das vergisst man nicht. Das vergisst man definitiv nicht. Und
Ist auch definitiv ein besseres Intro als in Superstar Saga. Superstar Saga ist irgendwie so ein Spiel, bei denen denkt man sich dann so, wow, die ganze Story war einfach mal umsonst, weil Peach halt gar nicht ihre Stimme verloren hat. Ich hoffe, ihr habt das Let's Play gesehen. Ansonsten war halt gerade ein übler Spoiler für euch alle. Das tut mir dann schrecklich leid. Aber es... Wow. Wow. Wirklich? Ich musste jetzt gegen Ende nochmal alles verkacken. Oh Mann. Na dann machen wir jetzt einen kleinen Speedrun hier durch. Sollten natürlich auch ein bisschen aufpassen, weil nur Speedrun, dann kommen wir nicht weit. Und hier rüber. Nochmal das alles wiederholen, habe ich keinen Bock, und aus dem Grund Beeilung. Ach, ich hasse mich. Aber es ist halt gerade Finale, ich bin nervös. Weil ich halt auch an dieses Kapitel, bis auf das Finale dann, weil das Finale einfach wieder mal episch in Szene gesetzt worden ist, an mehr kann ich mich nicht erinnern. Tatsächlich. Und ich bin so dumm! Am besten wäre, wenn ich dann einfach alle draus cutte, aber es ist ein Let's Play. Da müsst ihr durch. Da müsst ihr durch. Ich glaube aber, dass kein anderer Let's Player solche Probleme hatte bei den Rätsel hier. Weil es ist halt auch kein Rätsel. Es ist... Was ist das eigentlich gerade? Es ist einfach nur Spielstreckung, könnte man sagen. Na, ich bin Baby Luigi! Nee, gerade wird es irgendwie zu viel. Ich will halt auch nicht warten. Dann wird man halt mal schnell ungeduldig. Und... Ja, ja. Okay. Ein bisschen Konzentration, jetzt ein bisschen weniger reden, ein bisschen mehr Konzentration, dann schaffen wir das auch, würde ich sagen. So. Haben wir es immerhin mal schon wieder bis hierhin geschafft. Das ist ja nicht selbstverständlich bei mir. Mario. Mario, hier habe ich glaube ich dann verkackt, ne? Hier habe ich Luigi dann. Mario nochmal. Zur Sicherheit. Okay, geschafft. Puh, holy shit. Und damit dürften wir, glaube ich, dann in den Schuhpalast reinkommen, so wie es gerade aussieht. Oder? Ich werde es auf jeden Fall mit Mario wieder betätigen. Okay, es offenbart sich hier unten ein Weg. Ich hätte eigentlich gedacht, dass die Tür oben frei wird, aber anscheinend geht's unten lang. Strange. Diese Shroops, wieder ein neuer, alter Gegner. Aber auch dieser hat keine Chance gegen die Mario Brothers. Mal zwei. Im Japanischen heißt das Spiel ja auch, Mario und Luigi RPG 2x2. Also, ne? Wegen 2x2 Babys und Erwachsene. Und ich kann ganz eindeutig sagen, die Stahlritter sind die schlimmsten Gegner gerade. Okay. Ist aber okay. Wir sind schließlich auch im Finale. Da muss das alles ja auch ein bisschen komplizierter werden. Ich muss jetzt irgendwie die Erwachsenen... Okay, ich glaube, mit dem Knopf hole ich die Erwachsenen nach. Wunderbar. Aber Part 37 und wir sind jetzt in der finalen Stage. Ist ein bisschen kurz, tatsächlich. Aber gut, bei Superstar Saga hatten wir ja auch nicht so viele Parts. Und geht's jetzt ins Schloss rein? Anscheinend ja. Ja, wir sind im Schloss. Zeig her. Oh, okay, das Bild, krass. Das Tor zum letzten Kampf steht offen. Vorwärts, Mario und Baby Mario. Vorwärts, Luigi und Baby Luigi. Prinzessin Peach ruft aus dem Schrups verseuchten Palast nach euch. Okay, ich glaube, nach dem Part lasse ich es aber auch mal mit dem Aufnehmen. Weil, man merkt es mir an, dass ich kaum mehr reden kann. Und neue Gegner, neue alte, oh, die Rätsnoas aus, Super Mario World. Jetzt muss ich gerade überlegen. Und,
die sind fies. Die kann man aber, glaube ich, auch verkleinern, ne? Ja, die werden genau klein wie ein... in Super Mario World. Und das sollte man auch machen. Weil ansonsten... kann man nicht auf die drauf springen, weil man kann ja nicht so springen, dass man die dann treffen kann. Zum Beispiel jetzt hätte er mich immer getroffen. Egal wie sehr ich es versucht hätte auszuweichen, er hätte mich immer getroffen, weil er halt groß wäre dann. Und ich ihn nicht ausweichen hätte können. Oh, und diese Hubbelluftviecher, ne? Nerven, übelst. Und dann heilen die auch noch unglaublich. Fiese Gegner hier im Schubpalast. Fiese Gegner, tatsächlich. Muss man sagen. Wow, Mario ist halb tot. Okay, nice, wunderbar. Krass, die haben viel ausgehalten. Das muss man ihnen lassen. Die waren strong. Oh, aber der Pilzpalast ist so riesig. Wir kennen ihn ja auch schon aus der Gegenwart. Der war auch da schon. Holy shit. Und jetzt sind natürlich auch hier überall noch Gegner, ne? Das darf man nicht vergessen. Und ich denke, ich werde jetzt hier ein bisschen säubern anfangen. Nice. Ah, ich glaube, die nächsten Parts, die werden jetzt richtig viel Säuberung werden. Aber es geht definitiv voran. Mehr als, schneller als damals. Wir sind ja jetzt schon beim Finale, auch wenn's, ne? Auch wenn wir jetzt vielleicht hier im Schubpalast erstmal drei Parts sitzen werden, weil es sieht halt gerade sehr stark danach aus. Außer ich, ja, ich brauche eigentlich jetzt extrem viel Angriff, aber das zahlt sich bei den Babys nicht aus, jetzt auf Angriff zu gehen, weil ihr seht, da kriege ich dann nur Einsen und das ist total sinnlos. Da gehe ich dann doch lieber auf KP. Und jetzt sind die Babys tatsächlich mit dem Level-Up schon wieder vor Mario und Luigi. Wie geht das? Naja. Und so viele fucking Gegner. Man darf ja nicht vergessen, es ist ja gerade nur der Garten, ne? Wir sind gerade nur im Garten, da wo wir die ganzen Moves gelernt haben. Und hier sind schon so viele Gegner. Ey, wie zu mit Gegnern wird denn dann der komplette Pilzpalast sein? Ja, die Vergiftung bei den Gegnern, die ist schlimm. Die tut weh. Definitiv. Wenn auch auf Zeit, aber sie tut weh. Und was haben wir hier drinnen? Warum sind hier Pilze gewachsen? Hier ist ein Ultra-Tau. Okay, hier sind, glaube ich, nur Items dann. Finde ich gerade gut. Wäre auch ein bisschen gestört. Und dann haben wir hier nochmal so ein selbes Rätsel wie tatsächlich damals in der Wüste. Wenn man mal so drauf achtet, auf die Minimap, falls ihr euch noch an die Wüste erinnern könnt. Da haben wir jetzt nochmal genau dasselbe Rätsel vor uns im nächsten Part und ich hoffe, dass wir das auch im nächsten Part hinbekommen. Ich denke aber nicht, denn ich denke, wir werden viel zu viele Gegner haben und da wird das ein bisschen kompliziert, das dann hinzubekommen in dem nächsten Part. Gut, hier habe ich, glaube ich, den kompletten Garten erkundet. Sieht gut aus. Und dann, ja, was mache ich jetzt? Hier wird immer ein Gegner chillen, ja, wie ich es mir gedacht habe. Da führt kein Weg dran vorbei, das wird sehr viel Gekatte für mich werden. Naja. Für euch ist es dann aber wenigstens chilliger zum Zusehen, weil, ja, es gibt halt Kämpfe, die dauern und es gibt Kämpfe, die gehen schnell und die dauern definitiv. Immerhin sind die Dinos relativ einfach, wenn man sie mal verkleinert hat. Mario legt mir noch einen Level nach. Kann ich bei dir wenigstens den Angriff erhöhen? Ah, zahlt sich auch nicht wirklich aus. Bart? Okay, Mario kriegt ein bisschen Bart. Hat sich nicht ausgezahlt. Nice. Und ich glaube, Luigi kriegt auch ein bisschen Bart. Oder? Na, wobei? Plus 6, geil! Sehr gut, Luigi! Das war ein gutes Level-Up, das war auch ein Level-Up, das ich dringend gebraucht habe. Und dann, okay, hier ist das erste, hier ist, in den Räumen ist zum Glück nichts, das ist gut. Aber hier, guckt euch das an!
Gut, ich denke, ich mache die Gegner noch auf der Seite zu Ende, weil dann habe ich die wenigstens. Und dann fehlt dem Nächsten, dann fehlt ja nicht mehr viel. Nice. Waren das alle? Bitte wandert alle, ich habe keinen Bock mehr. Viel zu viel los hier, viel zu viel los. Zeig her. Sieht so aus. Sieht aber auch so aus, als ob die Babys dann da oben alleine lang gehen müssen. Das ist auch... Oh, hallo. Wunderbar, wer das auch geschafft. Oh. Gut. Viel zu viele Gegner, ich kann es nur immer wieder... Wow, noch einer, okay. War das jetzt alles? Der Part bei mir ist schon 32 Minuten, für euch wahrscheinlich erst 20 oder so, schätze ich mal. Und dann haben wir hier noch einen Raum mit noch einem Gegner. Moin! Okay, der Blumenmix ist hier sehr hilfreich. Das kann ich euch jetzt schon mal mit auf den Weg geben. Gut. Ich denke, das war's jetzt aber. Oder? Noch ein letztes Level-Up. Babys kriegen ein bisschen mehr Bart. Kriegen wir ein bisschen mehr tolle Treffer. Sehr hilfreich. In der Schlacht. Und da gibt's wenigstens genügend Sechser. Da kann man nichts verkacken. So, wie sieht's aus? Haben wir alles? Oder ist hier noch einer? Sieht nicht danach aus, ne? Hier sind noch ein paar Items, okay. Gut. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zusehen. Das war Mario und Luigi. Zusammen durch die Zeit für heute. Wir sind im Finale. Und das Finale ist sehr lila. Ich hoffe, ihr habt keine lila Schwäche. Ansonsten könnt ihr euch das nicht ansehen, das Let's Play. Na dann, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö. Euer Ultra.